Dieses Video handelt davon, wie eine Welle des Lichts durch unsere gesamte Realität erklang und wie wir davon taumeln und was wir mit diesem Licht gemacht haben, warum wir dieses Licht überhaupt erst hereingebracht haben. Und zum Schluss werde ich euch noch eine erstaunliche Geschichte darüber erzählen, wie mich mein Licht vor einigen Tagen vor einem beinahe katastrophalen Versagen bewahrt hat. Bleibt also dran dafür. Da war eine Welle des Lichts, die wie eine Glocke erklang und sie ertönt noch immer. Und ihr werdet die Effekte davon fühlen. Die Wellen des Lichts, von denen ich spreche, kommen, um die Lichtarbeiter zu bestärken. Es ist kosmisches Licht, das wir bisher nicht hereinlassen konnten. Dafür gibt es zwei sehr wichtige Gründe. Der zweite ist mein Favorit, aber hier sind sie. Die zwei wichtigen Gründe, warum wir nun diese phänomenale Stärkung des Lichts erhalten, sind, weil wir es verdient haben. Wir können kein Licht erhalten, dem wir nicht gewachsen sind. In der Vergangenheit waren wir so damit beschäftigt, Leute, es war ein Vollzeitjob. Wir waren so damit beschäftigt, uns unwürdig zu fühlen. Es nahm unsere gesamte Zeit in Anspruch und unsere gesamte Bandbreite und all unsere Energie und all unsere Aufmerksamkeit. Wir waren so mit den Programmen der falschen Matrix beschäftigt, dass wir unserem eigenen Schwanz nachgejagt haben, denn wir glaubten, dass es das war, dessen wir würdig waren oder gleichwertig wären. Und somit war es das, worin wir als Kollektiv der Lichtarbeiter unsere Energie investierten. Aber die Veränderung hat stattgefunden. Nun sagen wir, und nun bin ich hier für das Licht. Nebenbei, das ist es, warum du weißt, dass du ein Lichtarbeiter bist. Leute fragen mich ständig, denn ich spreche zu euch als Lichtarbeiter und ich weiß, einige von euch sagen, zum einen brauche ich keinen Namen dafür, zum anderen denke ich nicht von mir selbst als ein Lichtarbeiter, welchen Namen du auch immer dir gibst, Sternensatz, spiritueller Krieger, menschliches Wesen. Egal, wenn du auf das Licht fokussiert bist, dann ist das dein Fokus. Du bist ein Lichtarbeiter, weil du mit dem Licht arbeitest. Das ist nicht kompliziert. Aber weil Wertigkeit etabliert wurde, wir setzten eine neue Basislinie, wir setzten ein Beispiel für uns selbst, das sagte, oh, es ist nun real, das ist kein Spiel mehr. Wir bewegen uns auf den Aufstieg zu und das bedeutet, ich muss in der Lage sein, 5D-Energie zu empfangen, zu halten und zu unterstützen. Und die weit über 5D hinausgehende Energie auch. Ich muss mich also für viel mehr würdig erweisen, als ich dachte, dass ich es bin. Der zweite Grund, warum wir jetzt so großartige Lichtkodierungen hereinbringen, ist, weil wir aufgehört haben, nach ihnen zu fragen, mit der Anspruchshaltung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. In der Vergangenheit hatte die Menschheit kollektiv diese Anspruchshaltung, die sagte, mein Leben ist miserabel, ich schwimme in Selbstmitleid. Und du, ich weiß nicht, wer du warst, vielleicht war es, hey du Gott oder hey du Messias oder hey du Retter oder hey du Regierung, egal. Du musst kommen und das in Ordnung bringen, denn ich bin ein Wrack. Ich bin sicher nicht ausgerüstet, das Elend aufzulösen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jemand von da draußen, der größer, besser, mehr gewappnet ist, muss kommen und das für mich in Ordnung bringen. Lichtarbeiter. Es war nicht aus einer Mutlosigkeit heraus, es war aus der Ermächtigung heraus, in das die Lichtarbeiter getreten sind. Nein, nein, nein. Ich bin derjenige, auf den ich gewartet habe. Ich bin mein eigener Retter. Wir kannten diese Worte schon seit langem, aber nun setzen wir diese Worte in die Tat um. Jetzt verkörpern wir diese Worte. Die Schönheit ist, dass das Universum nun, da du ihm nicht mit der Anspruchshaltung nach einem Retterbegegnis sagt, hier und hier ist noch mehr und hier ist noch viel mehr. Wie viel Licht möchtest du? Wie viel Licht kannst du halten? Und die Fragen, die ich euch ermutige zu fragen, sind Fragen wie gut kann es werden? Wie viel Licht kann ich halten? Wie viel Wunder kann ich bezeugen? Wie offen kann ich tatsächlich für die Göttlichkeit sein? Fragt euch selbst diese Fragen, als würdet ihr die Antwort wahrhaftig wissen wollen. Und fragt euch das nicht nur einmal, fragt euch jeden Tag, wie gut kann es noch werden? Plasma Light Tribe, wir stellen uns immer wieder die Frage und die Frage wird beantwortet, Woche für Woche für Woche. Oh wow, das ist es. Oh wow, das. Oh wow, so gut kann es also werden. Wie weit darüber hinaus? Wie weit darüber hinaus? Und auf diese Weise expandieren wir. Wenn du dem Plasma Light Tribe beitreten willst, kannst du das auf meiner Webseite carryk.com tun. Da gibt es eine phänomenale Gruppe von Leuten, mit denen ich jede einzelne Woche arbeite und wir beantworten die Frage, wie gut kann es tatsächlich werden. Aber fragt euch mit absoluter Neugier.
Ich liebe die Tatsache, dass wir die universelle Ironie am Arbeiten haben, die sagt, nun, da du die Anspruchshaltung nicht mehr hast, hier ist die Welle, hier ist die Unterstützung, die du benötigst. Und ihr könnt sie nun verankern. Nun habt ihr die Fähigkeit, es zu verankern. Und ich verlinke euch ein Video, aber ich habe mit euch die verschiedenen Rollen der Lichtarbeiter geteilt. Ich kann nicht sagen, dass eine besser oder wichtiger ist als die andere, aber die Anker, ihr Leute, ihr habt das Ding herumgerissen für die Menschheit, denn ihr seid damit beschäftigt, die kosmischen Lichtkodierungen zu verankern, die Lichtarbeiter hereinbringen, und ihr sendet sie aus. Was also passiert ist, nur für den Fall, dass ihr euch fragt, warum ihr euch nicht ausgeruht fühlt, wenn ihr geschlafen habt. Ihr seid im Lichtkollektiv beschäftigt und wir senden uns gegenseitig Unterstützung zu. Wir bringen die kosmische Unterstützung herein und verankern sie. Das ist die Welle, die wir aufgenommen haben. Die Welle kam rein von einem kosmischen Feld und wir haben sie aufgenommen. Wenn wir das nicht getan hätten, was dann passiert wäre, ist, sie wäre hereingekommen und verpufft. Es wäre wunderschön gewesen und ihr wisst schon, was passiert wäre. Erzählt mir, ob ihr das erlebt habt. Ihr seid vielleicht gerade im Auto gefahren, um zur Arbeit zu gelangen, zum Beispiel. Oder ihr habt euer Haar gebürstet, also nichts besonders Wichtiges getan. Und dann war da einfach plötzlich diese Welle, die über euch kam, wie, oh, es wird alles gut werden. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, warum ich das fühle. Ich weiß nicht, warum es sich so anfühlt wie, vielleicht ein bisschen nach Vorfreude, vielleicht ein bisschen nach Frieden, vielleicht ein bisschen, als würde eine hohe Frequenzströmung durch mich durchgehen und sie wäre durch euch durchgegangen und sie wäre abgeklungen und ausgelaufen. Und das ist cool, das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber so haben wir in der Vergangenheit mit der Energie interagiert. Und nun haben wir diese kosmischen Lichtkodierungen. Nicht Kodierung, sondern Kodierungen, die hereingekommen sind. Und wir verankern, hallen wieder, sind die Welle und Stärken des Lichts, das nun hereinkommt, um uns zu unterstützen. Nun, hier ist eine schöne Geschichte, die ich mit euch teilen will. Ich habe oft gesagt, ihr sollt eurem Licht vertrauen. Ihr müsst eurem Licht vertrauen. So lange schon haben wir unsere Aufmerksamkeit der Dunkelheit gewidmet. Wir haben der Dunkelheit ungewollt Macht über unser Leben gegeben. Warum? Weil wir so viel Zeit damit verbracht haben, sie wegzuschieben, so viel Zeit in Angst verbracht haben. Ich sehe es heute immer noch. Leute investieren so viel Energie da rein und realisieren nicht, dass die Dunkelheit keine Macht hat, außer du gibst ihr deine. Die Dunkelheit ist so lang machtlos, bis das Licht es beobachtet und anfängt, sie zu fürchten. Und dann gibt eure Angst ihr auf eine verdrehte und perverse Art eine Art Macht. Aber das ist es, wie sich die Dunkelheit erhält. Nun, ich habe immer zu euch gesagt, vertraue deinem Licht. Vertraue auf dein Licht und dann stell dir selbst die Frage, wie viel mehr kann ich meinem Licht vertrauen? Wie viel mehr kann mein Licht sich mir offenbaren? Wie viel tiefer kann ich fühlen? Wie viel kraftvoller kann ich auf mein Licht zugreifen? Seht diese wunderbaren, weitreichenden Fragen, die wir uns selbst stellen können und einander. Und wirklich unsere Energie und Zeit dort zu verbringen. Am Sonntag, den letzten vergangenen Sonntag, begann ich einen wirklich kraftvollen, erstaunlichen Kurs. Ich habe sehr hart daran gearbeitet, um euch davon wissen zu lassen. Der Kurs heißt Forever Starts Now. Die Ewigkeit beginnt jetzt. Er läuft immer noch. Ihr könnt euch die Aufzeichnungen ansehen, wenn ihr nicht live dabei sein könnt. Aber egal, ich spürte den ganzen Sonntag so eine Nervosität, einfach ein Normalerweise werde ich nicht nervös. Ich empfinde Vorfreude, wenn ich Zeit damit verbringen kann, mich mit euch in einem erhöhten Bewusstseinszustand zu verbinden. Und ich war einfach in Vorfreude, aber dann kam plötzlich diese Nervosität rein. Also sagte ich zu meinem Mann Brian, ich sagte, Liebling, ich weiß, dass in meiner Zeit in Südafrika sollte der Kurs um 19 Uhr starten. Ich sagte, ich weiß, dass wir erst um 7 starten, aber weißt du was? Es ist 6 Uhr, lass uns bitte hochgehen und einen Audio-Check machen, das Mikrofon, das Licht checken und so weiter. Er ist so ein wundervoller, unterstützender Ehemann und er sagte, okay, wir gehen also hoch, wir sind ein bisschen spät dran und wir trinken Kaffee und unterhalten uns. Und er sagt, oh, schau, es ist schon fast 6:30, wir haben also nur noch eine halbe Stunde. Lass uns jetzt also den Sound- und Lichtcheck machen. Leute, das mache ich sonst nie, niemals, denn es ist ja alles hier. Was muss ich dann machen? Ich benutze mein Mikrofon jeden Tag. Es ist nicht so, als müsste ich das Mikrofon testen, als würde es plötzlich nicht mehr arbeiten, oder? Oder? Egal, er sagt, oh, ich muss nur kurz etwas von unten holen. Also sitze ich hier allein in meinem kleinen Studio und das Nächste, was passiert ist, meine Arme strecken sich aus und greifen nach dem Tisch vor mir. Denn er kollabiert. Was zum Geier?
Mein gesamter Tisch. Nun, auf meinem Tisch ist ein Bildschirm, ist ein Laptop, ist eine Tastatur, ist ein Mikrofon, ist meine Kamera. Meine Kamera ist, das ist eine sehr zugestellte Tischplatte. Da ist eine Menge Equipment drauf. Und ich kann euch nicht mal sagen, ob ich es gehört oder gefühlt oder gesehen habe. Ich bemerkte einfach, dass meine Hände sich ausstreckten und nach dem Tisch griffen. Und meine Knöchel wurden weiß, weil ich nun das Gewicht des ziemlich großen Bildschirms und allem anderen, was sich auf diesem Tisch befindet, halte. Und ich rufe, ah, Babe, Babe. Ich rufe nach meinem Mann. Komm und hilf mir. Und er kommt rein und fragt, was? Was ist los? Es ist nun 7:10. Mein Schreibtisch ist, das eine Bein meines Schreibtisches kollabierte einfach. Ich fing es auf. Er hatte 10 Minuten Zeit, um mir einen provisorischen Schreibtisch zu bauen und alles wieder draufzustellen und einzurichten. Eine Minute vor sieben ging ich live und los ging's. Und es war die bemerkenswerteste Bestätigung und Validierung. Vertraue deinem Licht. Ihr sollt nicht wissen, was das Morgen für euch bereithält. Es ist die Angst, die uns dazu verleitet, wissen zu wollen, was passieren wird. Was wird passieren? Werde ich okay sein? Wenn du deinem Licht vertraust, dann passiert etwas Erstaunliches und du weißt, dass du immer okay sein wirst. Auch wenn du nicht weißt, wie, auch wenn du die Details von dem, was passieren wird, nicht kennst oder wann etwas passieren wird. Wenn du das Leben lebst, gehalten von der göttlichen Unterstützung, getragen von der göttlichen Unterstützung, so dass, egal was passiert, egal was, du wirst mehr als okay sein. Es wird dir absolut gut gehen. Und während der Tisch kollabierte und während wir alles wieder draufpackten und positionierten und diese verrückte Eile in der letzten Minute stattfand, saß ich hier einfach lächelnd da und wusste, darum war ich den ganzen Tag nervös. Nun ist das aus dem Weg geschafft. Ich fühle mich beinahe erleichtert. Ich fühlte mich wie, okay, nun kann ich weitermachen. Ich denke mal, etwas in mir wusste, dass der Tisch kollabieren würde. Ich habe mir das Tischbein angesehen. Keine Ahnung, warum es nicht schon früher kollabierte, aber egal. Es war eindeutig seine Zeit, einfach nachzugeben. Das Licht wird dich immer führen, wenn du es zulässt und dich von dem Licht führen lässt. Nun kommt so viel mehr Licht auf den Planeten. Was wäre also, wenn du dich von diesem Licht stärken ließest? Was wäre, wenn du üben würdest, wie empfänglich du sein kannst und wie viel höhere Frequenzen du tatsächlich halten kannst? Und das ist eine aufregende Sache und es sollte euch eine Gänsehaut und Nervenkitzel bereiten, zu denken, oh, kann ich 5D in meinem Körper halten? Wir denken an den Aufstieg immer als etwas da draußen. Mach es zu einem gegenwärtigen, momentanen Ding. Kann ich in diesem Moment 5D in meinem Körper halten? Und woher weiß ich, dass es 5D ist? Oh, es ist einfach. Ich muss nur mein Hirn aus dem Weg halten und dem Universum Bescheid sagen, dass ich verfügbar bin. Oh, richtig, sieh. Ich muss 5D-Energie nicht erschaffen. Ich muss die 5D-Energie nur erlauben. Und verflixt, ich muss nicht mal bei 5D aufhören. Ich könnte 7D-Energie, ich könnte Gottesbewusstsein, ich könnte Christusbewusstsein zulassen. Und ich halte einfach meine Verfügbarkeit für das Universum aufrecht, wissend, dass das Universum antworten wird. Das Universum antwortet und ich bin hier, bereit für die Antwort. Dies ist das Niveau, auf dem wir gerade arbeiten. Und wenn du dich berufen fühlst, dem Plasma Light Tribe beizutreten, komm und mach mit bei dieser erstaunlichen Arbeit, die wir miteinander jede Woche für Woche machen. Hände halten auf dieser Reise, dieser wundervollen Reise zurück nach Hause zu der Quelle der Liebe, von der wir alle kommen. In diesem Sinne, von meinem Herzen, den ganzen Weg in eures. Ihr seid fähig zu so viel mehr, als ihr jemals geträumt habt, mehr als ihr euch jemals hättet wagen können zu träumen. Ihr seid so viel mehr wert, als ihr es euch jemals erlaubt habt. Ihr seid dazu fähig, mehr Raum in eurem Leben zu schaffen und mehr Platz für eure Göttlichkeit, um euch anzubinden. Wenn ihr aufhört, all eure Macht wegzugeben und aufhört, in all das da draußen zu investieren und anfangt, euren machtvollen Fokus hier ins Innere zu bringen, dann erleuchtest du dich selbst von innen heraus.
und du verkörperst die Liebe, die du bist. Verkörperst die Liebe, die du schon immer warst und immer sein wirst. Danke, dass ihr mit mir nach Hause geht. Von meinem Herzen, den ganzen Weg in eures, ganz viel Liebe. Da ist ein Video für euch. Ich denke, ihr werdet es wirklich genießen, es anzusehen.